Endlich geht es wieder mit Neuigkeiten weiter. Schon nächsten Dienstag soll es neue Informationen und einen kleinen Teaser zu weiteren The Sims 4 Inhalten geben, aber auch schlechte Neuigkeiten wurden geteilt. Wie am Donnerstag von den Entwicklern geteilt wurde, wird es nächsten Dienstag um 20 Uhr endlich einen neuen Entwickler-Livestream, unter anderem mit ein paar kleineren Einblicken in die nächsten Updates von The Sims 4 auf Twitch geben. So wollen die Gurus ein wenig mit lateinamerikanischen Zimmern plaudern und Kunst vorstellen, sowie weiter ein paar aktuelle Themen in der Kategorie Sims 411 ansprechen. Vermutlich beantworten die Entwickler ebenfalls wieder ein paar kleinere Community-Fragen und gewähren, wie auf dem Bild zu sehen ist, erste Einblicke in die nächsten Inhalte für die Sims 4. Wie SimGuru Frost in einem anderen Tweet verraten hat, erwarten uns in der nächsten Zeit noch zwei größere Updates, die wahrscheinlich Bestandteil des Streams sein werden. Leider gibt es nicht nur positive Neuigkeiten, denn wie ebenfalls verraten wurde, stehen nicht mehr sonderlich viele Packs für das restliche Jahr auf dem Plan. Nur die zwei bereits angekündigten Sets wird es dieses Jahr geben, neben den zwei großen Updates. Etwas schade, wenn wir tatsächlich in diesem Jahr nur ein Accessoire-Pack, Gameplay und Erweiterungspack erhalten würden. Da vor einem neuen Pack immer ein Update kommen muss, können wir davon ausgehen, dass das Update und Set zeitlich wieder recht nah beieinander liegen werden. Und zu guter Letzt wurde erwähnt, dass im Stream ebenfalls dieses fehlende Fenster aus dem Industrieloft-Clip, der vor einer Weile von der offiziellen Twitter-Seite der Sims geteilt wurde, angesprochen wird. Welches Feature sollte eurer Meinung nach in den zwei Updates behandelt werden? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.